Hallöchen Leute, herzlich willkommen hier mitten aus dem Wald. Ich bin heute mal wieder ein bisschen spazieren, mache so ein paar Streifzüge hier durch die Natur und nehme euch natürlich mit. Let's go! Temperaturenbedingt ist es aktuell wieder sehr, sehr warm. Wir haben es aktuell schon 21 Grad. Die Sonne ist draußen, der Himmel ist ein bisschen bewölkt, leicht bedeckt, aber das stört uns natürlich überhaupt nicht. Die Temperatur ist alles, was zählt, die Sonne ist alles, was zählt. Hier draußen ist wirklich, wirklich herrlich aktuell. Es weht so ein ganz, ganz leichter, lauwarmer Wind, also angenehm, wirklich sehr angenehm. Und wir schauen heute einfach mal, was wir hier draußen so entdecken und wo uns der Wald so hinführt. Ich bin jetzt schon ein gutes Stück gelaufen und hier draußen, es wird immer, immer schöner. Der Himmel wird mittlerweile auch immer klarer. Die Sonne steht hoch am Himmel, wir haben es aktuell kurz nach 12. Es ist richtig angenehm, schön warm und hier draußen, man hört die Vögel zwitschern, man hört so leise den Wind durch die Blätter ziehen, den Bach hinter mir. Und es ist echt schön, hier draußen richtig idyllisch. Das bringt richtiges Abenteuerfeeling, richtiges Urlaubsfeeling. Hier ist ein schöner Stamm. Ich habe mir auch überlegt, mich nachher mal kurz hinzusetzen irgendwo und zu festspannen. Ich habe mir ein Festspannbrot mitgebracht. Normales Brot mit Butter, bisschen Salami drauf und natürlich auch eine Flasche Wasser und ein bisschen Pause zu machen und was zu essen. Hier draußen ist nämlich wirklich, wirklich schön hier unten die Aussicht. Schaut mal hier runter. Hey, geil, oder? Schön. Richtig, richtig, richtig nice hier draußen. Hier ist auch nochmal eine sehr eindrucksvolle Stelle direkt an dem Bach. Hier kommen zwei Bäche im Endeffekt zusammen und vereinen sich zu einem. Ich bin hier aktuell in diesem kleinen Bachlauf und habe hier gerade eben diese Scherbe gefunden.
Sieht aus wie eine alte Tonscherbe. Könnte irgendwann aus den 70er, 80er, 90ern sein. Ich weiß gar nicht, wie die herkommt. Vermutlich einfach hier irgendwie gelandet. Keine Ahnung. Der hat hier so ein florales Muster drauf, wie man sehen kann. Blumenmuster. Die Pflanzen eigentlich schick. Ich glaube, ich nehme die mit. Ich finde es immer ganz spannend, solche kleinen Artefakte hier draußen im Wald zu finden und zu entdecken. Hier in diesem Bachlauf. Oder insgesamt, wenn man im Wald unterwegs ist und man findet immer wieder so kleine Sachen. Das ist eigentlich ganz, ganz toll. Das ist eigentlich ganz spannend. So Erinnerungsstücke, kleine Artefakte von hier draußen, vom Wald. Die alle natürlich irgendwie eine Geschichte haben. Hier hat wohl eine Amsel vor kurzem gebrütet und da ist ein Küken geschlüpft, wie es aussieht. Junges Amselküken, denn das hier sind von der Farbe her Amseleier mit der türkisen Farbe und den dunklen Punkten da drauf. Ja Leute, das war mein Waldabenteuer für heute. Ich gehe jetzt langsam nach Hause zurück, werde heim erstmal schön essen. Ich habe langsam immer mehr Hunger bekommen, auch wenn ich mein Vesperbrot schon gegessen habe. Und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Mit dabei sein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao, bye bye, hier bei der Captain Phil.